gonna take on the world. Wirtschaftsvertretern begleitet, Kanada ist als Partner wichtiger geworden, gerade in Kriegszeiten. 3 Tage wollen sie bleiben. Geht auf keine Kuhhaut, hätte meine Oma gesagt. Jeden Tag fast erinnern uns Mitglieder der Regierung daran, dass wir die Maske tragen müssen, vor allem in Innenräumen. Die deutschen Fluggesellschaften und alle, die Deutschland anfliegen, von oder nach Deutschland, die müssen Masken an Bord durchsetzen. Anderen Ländern schüttelt man nur den Kopf, auch andere Fluggesellschaften, da hat man längst vergessen, was Masken sind. Und dann, das gibt es Bilder, die zeigen, wie unser Vizekanzler Herr Habeck gemeinsam mit seinem Dross und auch mit den Journalisten ohne Maske alle im Flugzeug nach Kanada fliegen, im Regierungsflugzeug. Das ist so unfassbar. Das ist so eine Doppelmoral, dass einem schlicht die Worte fehlen. Diese Bilder in der Bundespressekonferenz, alle mit Masken, wie eine Herde, ganz brav, kadavergehorsam, alle machen Männchen. Und dann die gleichen Journalisten, also nicht persönlich die gleichen, aber die gleiche Mainstream-Presse. Und dann sitzen sie im Regierungsflugzeug und denken, sie sind unbeobachtet und pfeifen auf diese Maskenpflicht. Für wie dumm halten diese Menschen eigentlich die normalen Bürger dieses Landes? Es ist unfassbar. Für mich eine große Frage, das lief ja in der ARD, waren die so dumm, dass sie nicht kapiert haben, was sie da für einen Zündstoff liefern, wie sie da entblößen? Oder ist es subversiv, hat da einer gedacht, die Bilder, die steche ich durch und kein anderer hat es gemerkt. Vor diesem Kollegen hätte ich dann Hochachtung und dennoch etwas Schadenfreude, dass es kein anderer gemerkt hat. Es geht jetzt noch weiter. Ich habe den Journalismus ja immer so gelernt, dass die Journalisten dazu da sind, die Regierung zu kontrollieren für die einfachen Menschen. Und heute offenbar sehr, sehr viele Journalisten bei den großen Medien, die sehen es so, dass sie dafür da sind, die einfachen Menschen zu kontrollieren und vor der Regierung zu schützen. Und die Nachrichtenchefin von T-Online, erinnern Sie sich, das ist dieses Kanzlerverlautbarungsorgan, wo es mal einen Artikel gab vom Chefredakteur unter dem Titel, wörtlich bringe ich es nicht mehr zustande, aber sinngemäß war es Angela Merkel, das Licht in der Finsternis. Also Licht in der Finsternis, das ist wörtlich. Ja, nein, nicht Nordkorea, nein, nein, nicht China, kein kommunistischer Personenkult, Bundesrepublik Deutschland unter Angela Merkel. Und die Nachrichtenchefin von diesem Portal, die hat sich jetzt sofort echauffiert und sagte, alle Trolle hier zur Kenntnis, die hatten alle einen PCR-Test vor dem Fliegen. Also sie versucht als Journalistin nicht zu kritisch zu kontrollieren, die Regierung, sondern im Gegenteil, die Kritiker der Regierung zu rechtzuweisen hier und macht damit aber einen wunderschönen Bauchklatscher, denn die Lufthansa, jeder Schwurbelei unverdächtig, die hat auf Twitter geschrieben, dass ein PCR-Test, auch ein frischer, nicht von der Maskenpflicht an Bord der Flugzeuge befreit. Warum ist die Lufthansa so frech? Ja, weil es denen stinkt. Die ärgern sich auch darüber, dass sie wohl als eine von ganz, ganz wenigen oder letzten Fluggesellschaften der Welt hier diese Masken durchsetzen müssen, die Kunden dadurch vergrellen. Ausländische Fluggesellschaften, die ich erlebt habe, die pfeifen da drauf, die fliegen auch nach Deutschland und niemand zwingt sie, da eine Maske aufzusetzen. Also das Virus scheint nur in deutschen Luftfahrtschiffen gefährlich zu sein, nicht dagegen in den anderen Ländern. Und die Lufthansa hat eben das jetzt nochmal zurechtgewiesen. Also es ist so vielschichtig, dieser Skandal. Ja, erstens, dass sie das machen, also in meinen Augen der Stinkefinger für alle normalen Bürger. Ihr müsst die Masken aufsetzen, wir nicht. Dann, dass Journalisten das noch rechtfertigen und auch noch mit falschen Argumenten. Ja, in Deutschland im Jahr 2022 wundert einen nichts mehr wirklich. Aber dennoch, ich sage immer, wenn man sich an so etwas gewöhnt, dann wird man Teil von dem Ganzen.
Ja, ich habe es als Anlass zum Schmunzeln genommen, auch wenn es eigentlich eher zum Heulen ist. Schauen Sie es nochmal an, kurz die Szene zum Abschied. Bleiben Sie dabei, lassen Sie ein Like da, abonnieren Sie, schauen Sie auf die Seite und unterstützen Sie. Kein Cent GZ-Gebühren, keine Millionen Reklame auf Kosten von Steuerzahlern. Die Seite existiert nur mit Ihrer Hilfe, auch der Video. Kanal. Und ich bin fast sicher, dieses Video bekommt auch gleich wieder das Gütesiegel von YouTube, dass es nicht zur Monetarisierung, wie sich das nennt, zugelassen wird, also dass die Reklame verboten wird. Wenn man sich dann beschwert, dann wird es inzwischen nachträglich öfter aufgehoben. Also sie geben dann zu, dass es falsch ist, aber dann ist nicht mehr interessant, weil dann haben sie ja schon alle angeschaut. Also schöne Methoden hier, wenn es darum geht, gegen Kritiker der Regierung vorzugehen. Wie lange das gut gehen wird, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht allzu lang. Die Frage ist nur, wie viel Schaden vorher angerichtet wird. Alles Gute, danke, ciao. Reitschuster.de